Etrachan hat's gesehen. Yuri, ich möchte mit dir über etwas sprechen. Was gibt's? Das ist Karin, eine Sekretärin aus der Firma, in der ich früher gearbeitet habe. Der neue Mitarbeiter, der kurz vor deinem Austritt aus dem Unternehmen aufgetaucht ist, wird ausgeschlossen. Ich war ziemlich schockiert, als ich das hörte. Ausgeschlossen? In dieser Firma? Wo niemand auf dich wütend wird, egal was du falsch gemacht hast? Dieser Betrieb ist ein Paradebeispiel für ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter gut behandelt. Du kannst nach Hause gehen, wenn du willst. Jeder macht Fehler. Eigentlich. Dieser neue Verkäufer, Tachibana. Er hat früher in einem großen Unternehmen gearbeitet. Er entschied sich aber, in seine Heimatstadt zurückzukehren, um sich um seine Eltern zu kümmern. Nun, offenbar... Sekretärinnen sind unnötig! Sie sitzen nur auf ihrem Hintern! Sie sind ein finanzieller Verlust unserer Firma! Seiner Meinung nach. Was? In meinem vorherigen Job haben wir alle Sekretärinnen entlassen, was für eine enorme Senkung der Arbeitskosten führte. Das sollten wir auch tun. Ja, aber... Wir andere Mitarbeiter sollten die Verwaltung selbst übernehmen. Es ist doch eine sehr einfache Arbeit. Das sagen Sie tatsächlich von mir, einer Sekretärin? Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Aber Sekretariatsarbeit ist zu kompliziert. Dann spreche ich eben direkt mit der Führungsebene. Mit seinem schriftlichen Vorschlag drang er dann in das Büro des Vorsitzenden ein und verbrachte die nächsten 2 Stunden damit, eine leidenschaftliche Präsentation zu halten. So, da haben wir's. Was halten Sie davon? Tachibana, Sie unterschätzen die Verwaltungsarbeit völlig, nicht wahr? Doch wenn Sie wirklich so denken, versuchen Sie es selbst. Beweisen Sie mir, dass es machbar ist. Wieso versuchen Sie also nicht erstmal, die Arbeit der Sekretärin selbst zu erledigen? Okay, das werde ich. Und damit begann seine selbst auferlegte Ächtung. Zum Beispiel... Ich habe kein Briefpapier mehr. Im Lagerraum gibt es noch mehr. Sie können es sich selbst holen. Ich muss die Reise- und Speiseberechnung machen. Sie müssen ein Reisekostenformular vorbereiten und selbst zur Bank gehen und das Geld abheben. Mein Stuhl ist kaputt. Hier ist die Nummer unserer Wartungsfirma. Rufen Sie sie an, damit sie ihn reparieren. Ich benötige die Dokumente für ein Angebot. Bitte teilen Sie selbst eine schriftliche Anfrage. Oh, das Namensschild an meinem Spind. Hier ist etwas Klebeband, mit dem Sie es fixieren können. Ich muss die Steuererklärung zum Jahresende einreichen. Hier ist die Nummer des Finanzamtes. Bitte wenden Sie sich selbst an sie. Solche Dinge. Ich könnte ihn auch dazu bringen, die Gehaltsrechnung zu machen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Er hat die Spesenformulare, die Steuerformulare zum Jahresende und andere Dokumente vorbereitet, während alles andere von der Person erledigt wurde, die für die Gehaltsabrechnung zuständig war. Wenn er uns nur die Daten geben würde, könnten die Sekretärinnen das alles viel schneller erledigen. Ich bin wirklich beeindruckt, dass er das ganz alleine geschafft hat. Als sein Vater starb, schickte das Unternehmen Blumen zur Beerdigung und Kondolenzgelder. Das Unternehmen unterstützte Tachibana also eigentlich, auch wenn er geächtet wurde. Ist das nicht schon ein Verstoß gegen das Arbeitsrecht? Vielleicht, aber Tachibana sagte gerade... Ich werde für die Verwaltungsarbeit, für die ich zuständig bin, ganz alleine erledigen, um zu zeigen, dass mein Vorschlag berechtigt ist. Als er die Dokumente einreichte... Außerdem hat der Vorstand offenbar eine Kopie der Aufzeichnung des ursprünglichen Vorschlags von Tachibana. Obwohl es nur eine nutzlose Präsentation ohne wirkliche Anwendung war. Er kann auch die Einrichtung kostenlos nutzen und die Reinigung wird erledigt. Die Vorgesetzten prüfen die Dokumente, die er einreicht, und geben ihr Einverständnis. Die Meetings laufen reibungslos. Niemand redet schlecht über ihn oder tratscht über ihn. Sie grüßen ihn und plaudern mit ihm, wenn sie ihn sehen. Laden ihn sogar zu einem Drink ein. Er hat sich selbst in diese Situation gebracht und ist nur in dem Maße benachteiligt, wie es sein Angebot vorsieht. Solange es also nicht zu böswilligem oder schikanösem Verhalten kommt, dürfen aus rechtlicher Sicht keine Probleme bestehen. Einen Monat später. Tachibana, sehen Sie jetzt, wie schwer die Verwaltungsarbeit ist? Hören Sie doch auf, in der Sache so stur zu sein. Wenn Sie zugeben, dass Sie sich geirrt haben, wird es Ihnen niemand übel nehmen. Tachibana. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, dass Verwaltungsarbeit so schwer ist. In meiner vorherigen Firma war das nicht so. Also habe ich nachgeforscht und es stellte sich heraus, dass sie Zeitarbeiter für die Verwaltungsarbeit eingestellt hatten. Obwohl sie also die internen Arbeitskosten gesenkt haben,
wurde das Geld einfach für die Einstellung von Auftragsnehmern verwendet. Ich habe die Situation also die ganze Zeit missverstanden. Ich wollte nur meine Motivation zeigen, als ich hier anfing, um ein paar gute Ergebnisse zu erzielen. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Ist schon in Ordnung. Karin. Ja? Es tut mir leid, dass ich unterschätzt habe, wie schwer ihr Job wirklich ist. Ich werde nie wieder auf Sekretärinnen herabsehen. Die sind alle unglaublich. Das ist wirklich kein Problem. Niemand ist böse. Es muss sehr hart gewesen sein, oder? Ihre eigene Arbeit inklusive den Papierkram zu erledigen. Sie sind selbst ziemlich beeindruckend. Überlassen Sie von nun an alle schwierigen Verwaltungsaufgaben uns. So können Sie sich auf Ihre Arbeit fokussieren. Danke, das werde ich. Daraufhin gab Tachibana seinen früheren Starrsinn auf und seine Ächtung hatte ein Ende. Er hatte erkannt, wie wichtig Sekretärinnen sind. Jetzt ist er ein wichtiger Teil des Unternehmens und die Umsätze steigen. Natürlich alles mit der Unterstützung der Sekretärinnen. Unser Job wird oft als banal angesehen und wird belächelt. Aber ich wünschte, mehr Menschen würden verstehen, was alles hinter den Kulissen passiert, was sie nicht sehen. Erklärte Karin. ご視聴いただきありがとうございました。会社の中でわざわざ割り振っているんですから、無駄な職種ってないと思うんですよね。よそはよそ、うちはうち。ですが、営業しながらジムをこなせるのはなかなかの逸材ですよね。張り切りすぎて体調を崩したりしてなかったのは良かったなと思います。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、ジムって大変だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。